Ich würde gerne wissen, ob unsere Reise gut oder schlecht verläuft. Du hast Sorgen. Die Kaori-Muscheln zeigen, dass du wegen der Reise Sorgen hast. Du reist ja nicht zum Spaß. Das ist Arbeit. Wenn du ein Opfer bringst, dann wirst du zufrieden sein. Hast du verstanden? Wenn du es nicht tust, dann wirst du keine Ruhe finden. Danke. Hallo Bettina. Geht's dir gut? Ja, ich bin gut angekommen, danke. Ich bin schon im Taxi. Und wo bist du? Ich bin bei einem Voodoo-Magier. Ich treffe dich unterwegs. Aha. Marquise Matata. Okay. Chauffeur, kennen Sie Marquise Matata? Ja, das kenne ich. Unterwegs durch die Savanne von Westafrika. Ismaël Dicko ist auf dem Weg nach Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. In der Metropole ist er mit seiner Geschäftspartnerin verabredet. Ismaël Dicko begleitet seit vielen Jahren im Auftrag von Reiseagenturen Touristen in Westafrika. Bevor die Touren in den Katalog kommen, müssen sie erkundet werden. Ismaël macht die Kontakte, übersetzt und schätzt ein, was machbar ist. Bettina Stahl ist aus der Schweiz. Dort hat sie eine Reiseagentur. Gemeinsam mit Ismaël will sie ihr Geschäft nach Westafrika erweitern. Die Leute haben heute schon sehr, sehr viel gesehen, sind schon überall gewesen und man sucht neue Destinationen. Da bin ich überzeugt, dass Westafrika viel bieten kann. Vor allem, wenn man vorher schon oft Afrika bereist hat, vor allem für Tiere, Safari, dann hat man hier mal die andere Seite von Afrika, nämlich die Kultur, die Begegnungen und Einblick in diese alte, sehr alte Kulturen und Traditionen, die man an anderen Orten schon gar nicht mehr sieht. Es ist nicht einfach, das ursprüngliche Afrika zu finden. Neugierde und Abenteuerlust gehören dazu, um eine Tour vorzubereiten, die für andere erholsam und unvergesslich wird. Ismaël und Bettina haben sich in einer der zahllosen Straßenküchen von Ouagadougou verabredet. Für ihre Erkundung haben sie 2 Wochen Zeit. Guten Tag, wie geht's? Danke. War die Reise nicht anstrengend? Nein. Alles gut gelaufen? Ja. Das ist dein Gepäck? Dann lass uns los. Die beiden wollen eine Route erkunden, auf der ihre zukünftigen Gäste einen tieferen Einblick in afrikanische Traditionen und Lebensweisen bekommen. Im Herzen von Westafrika liegen Burkina Faso und Mali. Sie gehören zum Sahel, dem Übergang von der Sahara zur Savanne. Von Ouagadougou geht es zunächst in Richtung Süden. In den 2 Wochen werden Bettina und Ismaël über 3000 Kilometer zurücklegen. Die Reise endet im benachbarten Mali. Es ist Mitte September. Die Regenzeit ist fast vorbei. In den vergangenen Wochen wurden weite Teile von Burkina Faso überschwemmt. Die meisten Straßen sind nun wieder passierbar. Das Risiko, im Schlamm stecken zu bleiben, ist dennoch groß.
Obwohl Ismael mit solchen Verhältnissen vertraut ist, muss er sich konzentrieren. Jede Nachlässigkeit, jeder Fahrfehler, jede Panne könnte dazu führen, dass Bettina und er im Busch mehrere Tage ausharren müssten. Im schlimmsten Fall wäre ihre Reise schon beendet, bevor sie richtig begonnen hat. Die heftigen Regenfälle bewahren die Menschen in einer der ärmsten Gegenden der Welt vor Hunger und Dürre. Überall wachsen Hirse, Reis und Erdnüsse. In wenigen Wochen wird die Landschaft wieder braun und ausgedörrt sein. Die erste Station ihrer Reise ist die Gegend um Tjebele. Die Dörfer sind bekannt für ihre kunstvoll bemalten Gehöfte. Da Bettina Architekten zu ihrer Kundschaft zählt, ist die Region ein Muss. Ismael und Bettina wollen einen Bekannten treffen, der sie zu einer Familie bringt. Irgendwo ist immer Markt. Zumeist sind es Frauen, die Haushaltswaren, Stoffe, Obst und Gemüse verkaufen. Viele kommen auch nur, um Neuigkeiten auszutauschen. Der richtige Ort für Ismael und Bettina. Hier können sie am ehesten erfahren, wo Ismaels Bekannter zu finden ist. Die Frauen kennen zwar den Namen, aber was Ismael will, verstehen sie nicht. Sie sprechen nur Kasena, eine Sprache, die Ismael nicht beherrscht. Eine Frau gibt zu verstehen, dass der Gesuchte eigentlich auf dem Markt sein müsste. Alou kennt Ismael von einem seiner früheren Besuche. Er gehört zum Stamm der Kasena. Das ist Alou. Er wird uns in das Dorf bringen. Dann ist es einfacher für uns, mit den Frauen zu sprechen. Das ist Bettina. Das Kasena-Gehöft gleicht einer Burg. Früher schützte es seine Bewohner vor Angreifern. Heute gibt es nur noch wenige so gut erhaltene Lehmburgen. Ein Kasena-Gehöft wandelt sich ständig. Zieht eine Frau zu ihrem Mann, wird ein neues Haus angebaut. Das besorgen die Männer. Die Frauen sind für den Verputz aus Lehm und die Verzierungen zuständig. Auch das Instandhalten der Gemäuer machen die Frauen gemeinsam. Die Farbpigmente, die sie mit Lehm vermischen, stellen sie selbst her. Aus zerriebenen Steinen, aus Wurzeln, Pflanzensäften, Urin und Dung. Das ist die Farbe. In mehreren Schichten tragen die Frauen den verschieden gefärbten Lehm auf. In dieser Hofanlage werden die Wände noch zum Teil auf traditionelle Weise verziert. Andernorts ist die überlieferte Kunst schon verloren gegangen. Dort benutzen die Frauen mittlerweile ausschließlich Teer als Farbe. Machen Sie das dauernd so oder wie oft machen Sie das im Jahr? Frag sie mal, damit sie ein bisschen erzählt. In der Regenzeit zerstören Wind und Regen das alles. Man kann es nicht machen, wenn es noch feucht ist. Man muss dann noch warten und kann das erst nach der Regenzeit machen. Mit Federn zeichnen die Frauen die Muster. Sie sollen das Haus vor bösen Geistern schützen und Glück bringen. Die Oberfläche wird mit Steinen poliert, bis sie matt schimmert. Je glatter sie ist, desto besser hält sie auch dem nächsten Regen stand. Wie wird das weitergegeben? Von der Mutter auf die Tochter? Weil ja jeder eine eigene Technik hat. Von der Großmutter auf die Mutter auf die Tochter? Ja, von der Mutter auf die Tochter. Von Generation zu Generation wird es weitergegeben.
Will man Fremde hierher bringen, muss man sehr umsichtig sein. Es stimmt schon. Manchmal gibt es Konflikte bei Ausflügen in traditionelle Dörfer. Die Leute hier haben eine andere Mentalität und ein anderes Verständnis. Man muss ihnen einiges klar machen, wenn man Touristen hierher bringt. Dann müssen sie Geduld haben. Man muss mit den Einheimischen reden und diplomatisch sein, damit sie verstehen, dass das, was wir machen, nicht schlecht ist. Denn manche sehen das von einem anderen Standpunkt aus, der völlig verschieden ist von der Mentalität der Städter. Bettina und Ismael werden von den Frauen herzlich aufgenommen und haben Gelegenheit, ihr Anliegen vorzubringen. Sie wollen das nächste Mal eine kleine Gruppe von Touristen mitbringen. Selbstverständlich sollen die Frauen davon auch etwas haben. Fremden ihre Kunst zu zeigen, wäre für sie eine zusätzliche Einkommensquelle und eine Chance für das Überleben der Kasina-Kultur. Wir sind damit einverstanden, dass Fremde den Hof besichtigen und sehen, wie hier gearbeitet wird. Wenn sie zu sich nach Hause zurückkommen, können sie davon erzählen. Und dann kommen wieder neue Leute. Für die Frauen, Bettina und Ismael, ist es abgemacht. Nach der nächsten Regenzeit sehen sie sich wieder. Die Erkundungstour geht weiter, von Tjebele Richtung Westen. Bettina und Ismael motiviert bei ihren Reisen die Herausforderung, Neues für sich und andere zu entdecken, Menschen kennenzulernen und alte Bekannte in den entlegensten Winkeln immer mal wieder zu treffen. Bettina, die aus einem kleinen Dorf in der Ostschweiz kommt, hat irgendwann die Sehnsucht nach der weiten Welt ergriffen. Das Lustige ist, dass das Reisen eigentlich so ist wie Lebenselixier. Ja, es ist einfach, auch wenn ich dann mal wieder ein paar Monate ganz sesshaft bin, nach 2-3 Monaten beginnt es echt zu kribbeln und dann möchte ich zurück. Bei der Gestaltung einer solchen Tour ist dramaturgisches Talent gefragt. In Afrika gehört dazu ein wenig Wildlife, Kultur hin, Kultur her. Ismael und Bettina haben einen Ranger angeheuert, der ihnen im Nasinga Naturreservat helfen soll, Elefanten zu finden. In Burkina Faso und Mali gibt es keinen der großen Nationalparks wie in anderen Teilen Afrikas, in denen man nur mit dem Jeep vorfahren muss, um Raubkatzen, Giraffen, Nashörner, Antilopen oder Elefanten von nahem zu sehen. Der Nasinga-Park liegt auf Bettinas und Ismaels Weg zur nächsten Station ihrer Recherche. Sie wollen wissen, ob sich mit zukünftigen Touristen ein Abstecher lohnen würde. Durch den Regen ist das Buschgras hochgewachsen. Zur Reisezeit ab November sind die Bedingungen dann anders. Die Suche nach den Elefanten wollen Bettina und Ismael mit ins Programm nehmen. Allerdings gibt es keine Garantie, sie auch zu finden. Ja.
Was für ein Chaos. Ja, das ist wahr. Aber Markttag ist immer schön. Die Tage sind immer lang und anstrengend. Auch wenn Ismael und Bettina die Route im Voraus geplant haben, bleiben Überraschungen nicht aus. Es ist jetzt zwar so und so spät, aber wir wollen noch und müssen noch dort und dorthin. Und dann sind halt entweder die Straßen schlecht oder es gibt kein Hotel oder es gibt nichts mehr zu essen oder so. Dann ist das einfach so. Für Bettina und Ismael ist es selbstverständlich, mitten in der Savanne ihre Zelte aufzuschlagen. Das ist manchmal einfacher und angenehmer, als lange nach einem Hotel zu suchen. Ismael kocht auf afrikanische Art. Das Huhn hat er unterwegs gekauft. Bei einem Glas Wein lässt sich die weitere Tour besser planen. Auf den sehr, sehr harten Tag. Wir sollten uns jetzt gleich mal hinlegen, um ausgeruht die nächste Etappe anzugehen. Also zuerst Burkina, weil da mehr Straßen sind. Und am Ende... Ja, aber das finde ich nicht gut. Wir können das schon so machen, wie du willst. Aber die Touristen sind ungeduldig. Sie wollen schnell etwas sehen. Häufig gibt es Leute, die weite Strecken nicht aushalten. Ja, das stimmt. Gegen Ende haben sie sich akklimatisiert. Schau, es ist wie im Leben. Wenn du ein gutes Menü nimmst, was isst du dann am Ende? Das Dessert. Für mich ist das Dogonland wie das Dessert. Man fängt nicht mit dem Dessert an. Das ist Geschmackssache. Nach meiner Erfahrung ist es besser, wenn man am Anfang nicht zu lange Strecken fährt. Die Leute sind gerade erst angekommen und müssen dann gleich 7-8 Stunden im Auto fahren, um etwas zu sehen. Warte mal. Das ist zu anstrengend am Anfang. Warte. Wenn sie erst akklimatisiert sind, dann können sie sich auch daran gewöhnen. Ich bin nicht deiner Meinung. Überleg doch mal. Die Diskussion geht noch bis tief in die Nacht. Einen Konsens finden sie nicht. Die Fahrt gerät ins Stocken. Der Geländewagen macht Probleme. Ismael und Bettina steuern die nächste Werkstatt an. Sie haben Glück, dass sie in der Nähe eines Dorfes sind. Wenn die Mechaniker ihnen nicht helfen können, dann müssen sie ihre Reise unterbrechen. Ein anderer Jeep ließe sich nur schwer organisieren. Bonjour, bonjour. Guten Tag, wie geht's? Ich bringe dir mein Auto. Kannst du mal nachschauen? Es ist da irgendwas nicht in Ordnung. Irgendwas am hinteren Rad. Es macht ein lautes Geräusch, wenn ich fahre. Hallo, Bettina? Bettina? Das Problem ist die Bremsscheibe. Es dauert wohl 2-3 Stunden. Sie können es reparieren. Ja, kein Problem. Wurde das schon mal gewechselt? Nein, seitdem wir hier sind, wurde es noch nicht gewechselt. Bettina, schau mal, die Scheibe. Die ist total kaputt. Wir müssen ins Dorf gehen. Vielleicht finden wir da eine zum Auswechseln. Ich gehe mal. Ruh du dich aus. Ich warte.
Bettina nutzt die Zeit, um ihre bisherigen Reiseeindrücke zu dokumentieren. Die Mechaniker sind Meister im Improvisieren. Originale Ersatzteile für den jeweiligen Autotyp zu finden, ist fast aussichtslos. So behelfen sie sich mit dem, was ungefähr passt. Das zu beschaffen, kann aber dauern. Man verbringt sehr viel Zeit in Afrika ganz allgemein mit Warten. Aber das Lustige ist eigentlich, dass obwohl auch hier nur 24 Stunden sind, aber man kommt irgendwann wie einfach in einen anderen Rhythmus rein. Ja? Ich könnte mir das also in Europa nicht vorstellen, stundenlang in Garagen rumzusitzen oder irgendwo zu warten, bis wieder ein Teil gefunden ist oder so. Und hier ist es einfach Alltag, gehört dazu, muss ja meistens auch sein, sonst kommen wir nicht weiter. Passende Bremsscheiben wurden gefunden und eingebaut. Zieh mal kräftig an, mit Kraft. Der Glaube an Naturgeister ist in Westafrika weit verbreitet. Bettina hat zwar schon viel über Voodoo gelesen, aber noch keinen Voodoo-Magier kennengelernt. Il y avait dans la région de Gawa, c'était des images. Das Bild von dem Voodoo-Magier war aus der Region von Gawa. Im Land der Lobi ist der Voodoo-Magier, glaube ich, sehr wichtig. Ja, der Voodoo-Magier hat im Reich der Lobi einen großen Stellenwert, das stimmt. Weißt du, die Bilder haben mir so gefallen und ich würde gerne so einen Voodoo-Magier finden. Wenn du ihn in einem Magazin, in einem Buch gesehen hast, dann muss er sehr bekannt sein. Wir haben sicherlich keine Schwierigkeiten, ihn zu finden. Weißt du den Namen des Dorfes? Es stand da nur Gawa und Kamti. Kamti ist ein Dorf. Also ist es der Voodoo-Magier von Kamti. Ich frage mal die Frau nach dem Weg. Guten Morgen. Wie geht es? Und der Familie? Geht gut. Was machst du hier? Wir suchen nach Gold. Was? Wenn du Gold gefunden hast, dann verkauf an uns. Es ist nicht schwer, so Gott will. Wir suchen einen alten Mann, der die Leute gesund machen kann. Den Voodoo-Magier. Ja. Ich war heute Morgen bei ihm. Kannst du uns den Weg zu ihm zeigen? Er ist da vorne. Wo? Du nimmst die große Straße, dann kommt eine Brücke, danach links. Da sind viele Mangobäume. Und dann kommt gleich sein Haus. Vielen Dank. Von weit her kommen die Leute zum Voodoo-Magier. Sie erhoffen sich Heilung von körperlichen Gebrechen und auch psychischen Problemen. Bettina und Ismael kommen in das Sprechzimmer des Voodoo-Magiers. Es ist voller Fetische, hölzernen Figuren, die Geister verkörpern.
Mit deren Hilfe versucht der Voodoo-Magier, in die Zukunft zu sehen. Bettina will wissen, wie die Aussichten für ihr Geschäft in Westafrika sind. Die Kauri-Muscheln sollen dem Wahrsager helfen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Der Voodoo-Magier zieht seine Schlüsse, je nachdem, wie die Muscheln fallen. Hast du gesehen, wie sie gefallen sind? Ich kann nur sagen, was ich sehe. Das ist keine Lügerei. Was ich euch sagen werde, darüber gibt es keine Diskussion. Viele Leute mögen sie. Sie muss ein Opfer bringen, ein Perlhuhn und 2000 afrikanische Franc einem alten Mann geben, der älter ist als ich. Ich sage euch die Wahrheit. Wenn sie das beachtet, dann werden viele Touristen kommen. Vielleicht kommen sie hierher, da oder dorthin. Und langsam, langsam wird sie Gewinn machen. Nimm deinen Fetisch. Bettina bekommt einen Talisman geschenkt, der sie schützen soll. Die Kultur, in die Bettina mit Hilfe von Ismael eintaucht, ist für sie oft schwer zu verstehen. Das aber macht gerade den Reiz ihrer Zusammenarbeit aus. Für mich sind die Unterschiede zwischen den Kulturen eigentlich kein Problem. Jeder hat seinen Charakter und jeder macht es auf seine Weise. Ich denke, dass das in gewisser Hinsicht sogar positiv ist. Ismael ist zwar kein streng gläubiger Muslim, das Ende des Ramadan will aber auch er mit einem Gebet begehen. Überall, ob in den Moscheen oder im Freien, feiern die Menschen, dass das Fasten nun vorbei ist. Der Islam ist in Westafrika die wichtigste Religion. Allerdings wird er nicht so streng gelebt wie in den arabischen Ländern. So glauben die Menschen in Burkina Faso neben dem Propheten Mohammed auch an Geister und an übersinnliche Kräfte der Ahnen. Für Ismaels und Bettinas Vorhaben ist das friedliche Miteinander verschiedener Religionen, wie es in Burkina Faso und Mali existiert, eine wichtige Voraussetzung. Die Menschen hier sind es gewöhnt, mit Andersartigkeiten umzugehen und sind offen gegenüber Fremden. So können Ismael und Bettina hoffen, dass es zu wirklichen Begegnungen zwischen ihren europäischen Kunden und den Einheimischen kommt. Was man unterwegs braucht, kauft man an der Straße. Die Verpackung mag manchmal über den Inhalt täuschen und der ist nicht immer von bester Qualität. Hallo, wie geht's? Ganz gut. Ist das auch wirklich gutes Benzin? Ja. Ist es teuer? Wir können es auch ein bisschen günstiger machen. Normalerweise kostet der Liter 800, aber wir können 50 weniger machen. Ist es gute Qualität? Dann nehme ich ein paar Liter und wir füllen sie ins Auto. Tankstellen gibt es nur in größeren Ortschaften. So ist es für viele ein Nebenerwerb, Benzin flaschenweise zu verkaufen. Ob damit der Jeep auch fährt? Es ist oft eine undefinierbare Mischung verschiedener Flüssigkeiten. Wann immer möglich steuert Ismael ungewöhnliche Orte an. Er kennt viele und will Bettina eine Auswahl anbieten. Sie kennt die Bedürfnisse ihrer Kunden. Welche Ziele schließlich in das Programm aufgenommen werden, entscheiden sie erst nach der Besichtigung. Auch davon abhängig, was ihnen selbst gefällt. Hallo, wie geht es dir? Danke, sehr gut. Wir wollen zum Meer der Flusspferde. Ja, es gibt gleich hier eine gute Stelle. Muruk heißt sie. Da sind viele Flusspferde. Die Kleinen, die Mütter, die Großen. Da siehst du viele. Das ist ein klasse Ort.
Nicht immer kann man den Versprechungen der Dorfbewohner trauen. Ob sie die Flusspferde mit eigenen Augen gesehen oder nur davon gehört haben, das lässt sich schwer einschätzen. Von den Flusspferden keine Spur. Nur Krokodile. Sie sind in Burkina Faso häufig anzutreffen. Es sind hier heilige Tiere. Plötzlich taucht in der Ferne etwas auf. Machst du ein Foto? Ja, aber du musst ganz leise sein. Schau, da ist noch ein fünftes. 4, 5. Der Dorfbewohner hatte recht. Nicht weit von dem bereits bekannten Ort für Flusspferde gibt es einen viel besseren. Das ist leider oft so, dass man mit Klischees kommt, ist ja klar. Man hat sich vorbereitet, man hat gelesen. Und das möchte man dann einfach wirklich, wirklich gesehen haben. Und manchmal ist es so, dass tatsächlich andere Orte mehr bieten würden, aber man will nicht dorthin, weil man nichts darüber weiß. Ismael und Bettina verlassen Burkina Faso und fahren ins benachbarte Mali. Bis zu 300 Meter sind die Felsklippen hoch. Es sind die Felswände von Bandiagara, die Heimat des Volkes der Dogon. Ismael und Bettina erreichen das Dogon-Land erst am späten Nachmittag. Sie beschließen, am Fuß der Felsenwand zu nächtigen, bevor sie am nächsten Tag zu einem der Dörfer aufbrechen. Viele Unterkünfte gibt es hier nicht. Es sind zumeist einfache Pensionen und Gästehäuser. Ismael kennt fast alle Lodges der Gegend. Für Bettina ist es wichtig, wenigstens ein paar davon kennenzulernen, um zu entscheiden, welche für ihre Kunden in Frage kommen und welche nicht. Auch hier gilt, was ihr gefällt, das kann auch für die zukünftigen Touristen nicht ganz falsch sein. Bettina hat neben ihrer Agentur in der Schweiz eine Dépendance in Marokko. Diese betreibt sie seit einigen Jahren. An Durchsetzungskraft hat es ihr nur selten gemangelt. Ich bin mir eigentlich gewöhnt durch diese Länder, dass ich halt einfach in einer Männergesellschaft bin und taxiere das gar nicht, Männer oder Frauen, sondern irgendwo im Hinterkopf weiß ich einfach, wenn es drauf ankommt, bin ich der Boss. Ja, das ist manchmal ein gutes Gefühl. Ein Besuch des Dogon-Landes steht bei vielen Reiseveranstaltern auf dem Programm. Zumeist sind es nur Stippvisiten. Einen Einblick in das Leben der Einheimischen bekommt man damit nicht. Ismael kennt das Dogon-Land von Jugend an. Auch spricht er die Sprache der Dogon. Er hat Ethnologen begleitet, die die Kulte und Traditionen dieses Volkes erforschen. So haben sich zahlreiche Beziehungen zu den Menschen entwickelt.
Vor etwa 600 Jahren zogen sich die Dogon in diese unwegsame Felslandschaft zurück. Sie wollten sich arabischen Islampredigern nicht unterordnen. Die Abgeschiedenheit dieser Gegend erlaubt es ihnen, ihre Bräuche bis heute zu praktizieren. Die meisten Dogon sind von ihren Behausungen direkt an der Felswand in Dörfer im Tal gezogen. Nur wenige sind geblieben und leben wie ihre Vorfahren vor Hunderten von Jahren. Es sind zumeist ältere Menschen, die von ihren Kindern in den Höhlenwohnungen versorgt werden. Ismail spricht mit ihnen auf Dogon. Ich habe ihn gefragt, ob er dieses Haus hier gebaut hat. Er hat gesagt, es ist viel, viel älter. Ob die Traditionen und die Kultur der Dogon überleben werden, ist ungewiss. Mehr und mehr Jugendliche gehen in die großen Städte von Mali oder an die Elfenbeinküste. Dort finden sie Arbeit und können ein zeitgemäßes Leben führen. Die alten Speicher und Öfen, die Opferstätten und die Feuerstellen machen auf Fremde einen musealen Eindruck. Ohne Ismail, der sich in dieser Kultur ganz selbstverständlich bewegt, würde Bettina kaum einen Zugang finden, weder zu den Menschen noch zu deren Lebensweise. Ob Touristen, auch wenn sie sich intensiver mit den Dogon beschäftigen, einen Zugang bekommen, ist schwer vorherzusagen. Ich hoffe es, dass es eine Chance hat, hier weiter zu existieren, weil das ist ein sehr wichtiges afrikanisches Kulturgut. Und auf die eine Seite, gerade der Tourismus, auf der einen Seite zerstört er vielleicht ein bisschen, auf die andere Seite, auch dank dem, dass Leute hierher kommen und das sehen wollen, hat es natürlich noch einen Reiz für die Leute, auch hier zu sein. Le tourisme, c'est connu. Der Tourismus ist bekannt dafür, dass er gute Sachen bringt. Aber manchmal zerstört er alles auf seinem Weg. Die negative Seite ist, wenn die Kinder einen Fremden sehen, rennen sie hinter ihm her, um zu betteln. Es sind Kinder, aber in der afrikanischen Kultur ist das nicht üblich, um etwas zu bitten. Und die Touristen geben Kleingeld, Bonbons und so weiter, und das ist nicht gut. Die Leute verlieren ihre Würde, weil sie den Touristen ein falsches Bild vermitteln. Viele Dörfer entlang der Felsklippen werden von Touristen besucht. Es gibt aber auch noch das andere Dogon-Land auf dem Felsenplateau, wo sich kaum jemals Fremde hin verirren. Ismail und Bettina waren bei ihrer vergangenen Tour in Yawa, einer kleinen Dogon-Gemeinde. Gemeinsam mit den Dorfbewohnern haben sie ein Projekt geplant. Die Gemeinde stellt Bettina und Ismail ein Stück Land zur Verfügung. Darauf können sie eine Lodge für Fremde bauen. Als Gegenleistung sollen die Einkünfte zum Teil dem Dorf zugutekommen. Bettina und Ismail sind zurückgekommen, um das Lodge-Projekt weiter voranzutreiben. Die Menschen erwarten sich von dem Einzug des Tourismus in ihr angestammtes Gebiet viel. Da sich Ismail und Bettina länger nicht mehr blicken ließen, dachten sie schon, dass aus dem Vorhaben nichts mehr wird. Lass uns jetzt über unser Projekt reden. Ihr habt gebetet, damit die Zukunft für uns alle gut wird. Dass es wirklich funktioniert und uns allen etwas bringt. Ich bin mit Bettina gekommen, damit wir gemeinsam hier sitzen können und ein Opfer bringen. Wie du gesagt hast, das Projekt ist wie ein neues Kind. Ja, es ist wie eine neue Geburt. Aber wenn du dich so lange nicht meldest? Wir fangen bald an. Es dauert nicht mehr so lange. Ich hoffe, dass eines Tages mit dem Projekt Wasser kommt und eine Geburtsstation. Es gibt auch Probleme mit der Straße und mit der Gesundheitsversorgung.
Darüber haben wir gesprochen und wir hoffen, dass das alles besser wird. Damit der Bau der Dogon Lodge auch unter einem guten Stern steht, haben Ismail und Bettina zwei Schafe geopfert. Das Fleisch wird nun an alle Dorfbewohner gerecht verteilt. Es soll sie darauf einstimmen, dass es ihnen in Zukunft besser gehen soll, auch wenn vielleicht nicht alle Erwartungen erfüllt werden können. Während die Verteilung der Opfergabe im Dorf weitergeht, gehen Bettina und Ismail zu dem Platz, wo sie die Unterkunft für Touristen bauen wollen. Die Lodge soll sich an die Architektur der Dogon anlehnen, aber die Vorzüge bequemen Wohnens haben. Trotz aller Ungewissheiten, eines steht fest. Sie haben sich einen einmaligen Platz für ihr Vorhaben ausgesucht. Es ist mit vielen Risiken verbunden, das ist uns bewusst. Manchmal waren wir unsicher, ob wir das machen sollen oder nicht. Aber zuletzt haben wir uns entschieden, allen Mut zusammenzunehmen und es zu machen. Und wir haben uns gesagt, egal, wir machen es, es ist eine gute Sache, ob es gelingt oder nicht. Und das machen wir jetzt. Es ist ein Abenteuer. Ja, es ist etwas, das Grenzen sprengt, das meine Grenzen sprengt, weil ich mich hier sehr oft in einem Terrain bewege, von dem ich eigentlich wenig weiß. Ja? Und man immer mehr dazulernt und mit dem wächst. Die Erkundung ist zu Ende. Das Abenteuer geht weiter. In Westafrika die wichtigste Religion. Allerdings wird er nicht so streng gelebt wie in den arabischen Ländern. So glauben die Menschen in Burkina Faso neben dem Propheten Mohammed auch an Geister und an übersinnliche Kräfte der Ahnen. Für Ismails und Bettinas Vorhaben ist das friedliche Miteinander verschiedener Religionen, wie es in Burkina Faso und Mali existiert, eine wichtige Voraussetzung. Die Menschen hier sind es gewöhnt, mit Andersartigkeiten umzugehen und sind offen gegenüber Fremden. So können Ismail und Bettina hoffen, dass es zu wirklichen Begegnungen zwischen ihren europäischen Kunden und den Einheimischen kommt. Was man unterwegs braucht, kauft man an der Straße. Die Verpackung mag manchmal über den Inhalt täuschen und der ist nicht immer von bester Qualität. Hallo, wie geht's? Ganz gut. Ist das auch wirklich gutes Benzin? Ja. Ist es teuer? Wir können es auch ein bisschen günstiger machen. Normalerweise kostet der Liter 800, aber wir können 50 weniger machen. Ist es gute Qualität? Dann nehme ich ein paar Liter und wir füllen sie ins Auto. Tankstellen gibt es nur in größeren Ortschaften. So ist es für viele ein Nebenerwerb, Benzin flaschenweise zu verkaufen. Ob damit der Jeep auch fährt? Es ist oft eine undefinierbare Mischung verschiedener Flüssigkeiten. Wann immer möglich, steuert Ismail ungewöhnliche Orte an. Er kennt viele und will Bettina eine Auswahl anbieten. Sie kennt die Bedürfnisse ihrer Kunden. Welche Ziele schließlich in das Programm aufgenommen werden, entscheiden sie erst nach der Besichtigung. Auch davon abhängig, was ihnen selbst gefällt. Antje,
Hallo, wie geht es dir? Danke, sehr gut. Wir wollen zum Meer der Flusspferde. Ja, es gibt gleich hier eine gute Stelle. Moruk heißt sie. Da sind viele Flusspferde. Die Kleinen, die Mütter, die Großen. Da siehst du viele. Das ist ein klasse Ort. Weg zur nächsten Station ihrer Recherche. Sie wollen wissen, ob sich mit zukünftigen Touristen ein Abstecher lohnen würde. Durch den Regen ist das Buschgras hochgewachsen. Zur Reisezeit ab November sind die Bedingungen dann anders. Die Suche nach den Elefanten wollen Bettina und Ismael mit ins Programm nehmen. Allerdings gibt es keine Garantie, sie auch zu finden. Was für ein Chaos. Ja, das ist wahr. Aber Markttag ist immer schön. Die Tage sind immer lang und anstrengend. Auch wenn Ismael und Bettina die Route im Voraus geplant haben, bleiben Überraschungen nicht aus. Es ist jetzt zwar so und so spät, aber wir wollen noch und müssen noch dort und dorthin. Und dann sind halt entweder die Straßen schlecht oder es gibt kein Hotel oder es gibt nichts mehr zu essen oder so. Dann ist das einfach so. Für Bettina und Ismael ist es selbstverständlich, mitten in der Savanne ihre Zelte aufzuschlagen. Das ist manchmal einfacher und angenehmer, als lange nach einem Hotel zu suchen. Ismael kocht auf afrikanische Art. Das Huhn hat er unterwegs gekauft. Bei einem Glas Wein lässt sich die weitere Tour besser planen. Allez, santé. Auf den sehr, sehr harten Tag. Wir sollten uns jetzt gleich mal hinlegen, um ausgeruht die nächste Etappe anzugehen. Also zuerst Burkina, weil da mehr Straßen sind. Und am Ende... Ja, aber das finde ich nicht gut. Wir können das schon so machen, wie du willst. Aber die Touristen sind ungeduldig. Sie wollen schnell etwas sehen. Es ist Mitte September. Die Regenzeit ist fast vorbei. In den vergangenen Wochen wurden weite Teile von Burkina Faso überschwemmt. Die meisten Straßen sind nun wieder passierbar. Das Risiko, im Schlamm stecken zu bleiben, ist dennoch groß. Obwohl Ismael mit solchen Verhältnissen vertraut ist, muss er sich konzentrieren. Jede Nachlässigkeit, jeder Fahrfehler, jede Panne könnte dazu führen, dass Bettina und er im Busch mehrere Tage ausharren müssten. Im schlimmsten Fall wäre ihre Reise schon beendet, bevor sie richtig begonnen hat. Die heftigen Regenfälle bewahren die Menschen in einer der ärmsten Gegenden der Welt vor Hunger und Dürre. Überall wachsen Hirse, Reis und Erdnüsse. In wenigen Wochen wird die Landschaft wieder braun und ausgedörrt sein. Die erste Station ihrer Reise ist die Gegend um Tjebele. Die Dörfer sind bekannt für ihre kunstvoll bemalten Gehöfte.
Da Bettina Architekten zu ihrer Kundschaft zählt, ist die Region ein Muss. Ismail und Bettina wollen einen Bekannten treffen, der sie zu einer Familie bringt. Irgendwo ist immer Markt. Zumeist sind es Frauen, die Haushaltswaren, Stoffe, Obst und Gemüse verkaufen. Viele kommen auch nur, um Neuigkeiten auszutauschen. Der richtige Ort für Ismail und Bettina. Hier können sie am ehesten erfahren, wo Ismails Bekannter zu finden ist. Die Frauen kennen zwar den Namen, aber was Ismail will, verstehen sie nicht. Sie sprechen nur Kassena, eine Sprache, die Ismail nicht beherrscht. Eine Frau gibt zu verstehen, dass der Gesuchte eigentlich auf dem Markt sein müsste. Alou kennt Ismail von einem seiner früheren Besuche. Er gehört zum Stamm der Kassena. Das ist Alou. Er wird uns in das Dorf bringen. Dann ist es einfacher für uns, mit den Frauen zu sprechen. Das ist Bettina. Das Kassena-Gehöft gleicht einer Burg. Früher schützte es seine Bewohner vor Angreifern. Heute gibt es nur noch wenige so gut erhaltene Lehmburgen. Und uns allen etwas bringt. Ich bin mit Bettina gekommen, damit wir gemeinsam hier sitzen können und ein Opfer bringen. Wie du gesagt hast, das Projekt ist wie ein neues Kind. Ja, es ist wie eine neue Geburt. Aber wenn du dich so lange nicht meldest? Wir fangen bald an. Es dauert nicht mehr so lange. Ich hoffe, dass eines Tages mit dem Projekt Wasser kommt und eine Geburtsstation. Es gibt auch Probleme mit der Straße und mit der Gesundheitsversorgung. Darüber haben wir gesprochen und wir hoffen, dass das alles besser wird. Damit der Bau der Dogon Lodge auch unter einem guten Stern steht, haben Ismail und Bettina zwei Schafe geopfert. Das Fleisch wird nun an alle Dorfbewohner gerecht verteilt. Es soll sie darauf einstimmen, dass es ihnen in Zukunft besser gehen soll, auch wenn vielleicht nicht alle Erwartungen erfüllt werden können. Während die Verteilung der Opfergabe im Dorf weitergeht, gehen Bettina und Ismail zu dem Platz, wo sie die Unterkunft für Touristen bauen wollen. Die Lodge soll sich an die Architektur der Dogon anlehnen, aber die Vorzüge bequemen Wohnens haben. Trotz aller Ungewissheiten, eines steht fest. Sie haben sich einen einmaligen Platz für ihr Vorhaben ausgesucht. Es ist mit vielen Risiken verbunden, das ist uns bewusst. Manchmal waren wir unsicher, ob wir das machen sollen oder nicht. Aber zuletzt haben wir uns entschieden, allen Mut zusammenzunehmen und es zu machen. Und wir haben uns gesagt, egal, wir machen es, es ist eine gute Sache, ob es gelingt oder nicht. Und das machen wir jetzt. Es ist ein Abenteuer. Ja, es ist etwas, das Grenzen sprengt, das meine Grenzen sprengt, weil ich mich hier sehr oft in einem Terrain bewege, von dem ich eigentlich wenig weiß. Ja. Und man immer mehr dazulernt und mit dem wächst. Die Erkundung ist zu Ende. Das Abenteuer geht weiter. Ein Kassena-Gehöft wandelt sich ständig. Zieht eine Frau zu ihrem Mann, wird ein neues Haus angebaut. Das besorgen die Männer. Die Frauen sind für den Verputz aus Lehm und die Verzierungen zuständig.
Auch das Instandhalten der Gemäuer machen die Frauen gemeinsam. Die Farbpigmente, die sie mit Lehm vermischen, stellen sie selbst her. Aus zerriebenen Steinen, aus Wurzeln, Pflanzensäften, Urin und Dung. Das ist die Farbe. In mehreren Schichten tragen die Frauen den verschieden gefärbten Lehm auf. In dieser Hofanlage werden die Wände noch zum Teil auf traditionelle Weise verziert. Andernorts ist die überlieferte Kunst schon verloren gegangen. Dort benutzen die Frauen mittlerweile ausschließlich Teer als Farbe. Machen Sie das dauernd so oder wie oft machen Sie das im Jahr? Frag sie mal, damit sie ein bisschen erzählt. In der Regenzeit zerstören Wind und Regen das alles. Man kann es nicht machen, wenn es noch feucht ist. Man muss dann noch warten und kann das erst nach der Regenzeit machen. Mit Federn zeichnen die Frauen die Muster. Sie sollen das Haus vor bösen Geistern schützen und Glück bringen. Die Oberfläche wird mit Steinen poliert, bis sie matt schimmert. Je glatter sie ist, desto besser hält sie auch dem nächsten Regen stand. Wie wird das weitergegeben? Von der Mutter auf die Tochter? Weil ja jeder eine eigene Technik hat. Von der Großmutter auf die Mutter auf die Tochter? Ja, von der Mutter auf die Tochter. Von Generation zu Generation wird es weitergegeben. Will man Fremde hierher bringen, muss man sehr umsichtig sein. Es stimmt schon. Manchmal gibt es Konflikte bei Ausflügen in traditionelle Dörfer. Die Leute hier haben eine andere Mentalität und ein anderes Verständnis. Man muss ihnen einiges klar machen, wenn man Touristen hierher bringt. Dann müssen sie Geduld haben. Man muss mit den Einheimischen reden und diplomatisch sein, damit sie verstehen, dass das, was wir machen, nicht schlecht ist. Denn manche sehen das von einem anderen Standpunkt aus, der völlig verschieden ist von der Mentalität der Städter. Bettina und Ismail werden... Ismail und Bettina verlassen Burkina Faso und fahren ins benachbarte Mali. Bis zu 300 Meter sind die Felsklippen hoch. Es sind die Felswände von Bandiagara, die Heimat des Volkes der Dogon. Ismail und Bettina erreichen das Dogon-Land erst am späten Nachmittag. Sie beschließen, am Fuß der Felsenwand zu nächtigen, bevor sie am nächsten Tag zu einem der Dörfer aufbrechen. Viele Unterkünfte gibt es hier nicht. Es sind zumeist einfache Pensionen und Gästehäuser. Ismail kennt fast alle Lodges der Gegend. Für Bettina ist es wichtig, wenigstens ein paar davon kennenzulernen, um zu entscheiden, welche für ihre Kunden in Frage kommen und welche nicht. Auch hier gilt, was ihr gefällt, das kann auch für die zukünftigen Touristen nicht ganz falsch sein. Bettina hat neben ihrer Agentur in der Schweiz eine Dépendance in Marokko. Diese betreibt sie seit einigen Jahren. An Durchsetzungskraft hat es ihr nur selten gemangelt. Ich bin mir eigentlich gewöhnt durch diese Länder, dass ich halt einfach in einer Männergesellschaft bin und taxiere das gar nicht, Männer oder Frauen, sondern irgendwo im Hinterkopf weiß ich einfach, wenn es drauf ankommt, bin ich der Boss.
Ja, das ist manchmal ein gutes Gefühl. Ein Besuch des Dogonlandes steht bei vielen Reiseveranstaltern auf dem Programm. Zumeist sind es nur Stippvisiten. Einen Einblick in das Leben der Einheimischen bekommt man damit nicht. Ismael kennt das Dogonland von Jugend an. Auch spricht er die Sprache der Dogon. Er hat Die Fahrt gerät ins Stocken. Der Geländewagen macht Probleme. Ismael und Bettina steuern die nächste Werkstatt an. Sie haben Glück, dass sie in der Nähe eines Dorfes sind. Wenn die Mechaniker ihnen nicht helfen können, dann müssen sie ihre Reise unterbrechen. Ein anderer Jeep ließe sich nur schwer organisieren. Guten Tag, wie geht's? Ich bringe dir mein Auto. Kannst du mal nachschauen? Es ist da irgendwas nicht in Ordnung. Irgendwas am hinteren Rad. Es macht ein lautes Geräusch, wenn ich fahre. Hallo, Bettina? Bettina? Das Problem ist die Bremsscheibe. Es dauert wohl 2-3 Stunden. Sie können es reparieren. Ja, kein Problem. Wurde das schon mal gewechselt? Nein, seitdem wir hier sind, wurde es noch nicht gewechselt. Bettina, schau mal, die Scheibe. Die ist total kaputt. Wir müssen ins Dorf gehen. Vielleicht finden wir da eine zum Auswechseln. Ich gehe mal. Ruh du dich aus. Ich warte. Bettina nutzt die Zeit, um ihre bisherigen Reiseeindrücke zu dokumentieren. Die Mechaniker sind Meister im Improvisieren. Originale Ersatzteile für den jeweiligen Autotyp zu finden, ist fast aussichtslos. So behelfen sie sich mit dem, was ungefähr passt. Das zu beschaffen, kann aber dauern. Man verbringt sehr viel Zeit in Afrika ganz allgemein mit Warten. Aber das Lustige ist eigentlich, dass obwohl auch hier nur 24 Stunden sind, aber man kommt irgendwann wie einfach in einen anderen Rhythmus rein. Ja? Ich könnte mir das also in Europa nicht vorstellen, stundenlang in Garagen rumzusitzen oder irgendwo zu warten, bis wieder ein Teil gefunden ist oder so. Und hier ist es einfach Alter. Wie du gesagt hast, das Projekt ist wie ein neues Kind. Ja, es ist wie eine neue Geburt. Aber wenn du dich so lange nicht meldest. Wir fangen bald an. Es dauert nicht mehr so lange. Ich hoffe, dass eines Tages mit dem Projekt Wasser kommt und eine Geburtsstation. Es gibt auch Probleme mit der Straße und mit der Gesundheitsversorgung. Darüber haben wir gesprochen und wir hoffen, dass das alles besser wird. Damit der Bau der Dogon Lodge auch unter einem guten Stern steht, haben Ismael und Bettina zwei Schafe geopfert. Das Fleisch wird nun an alle Dorfbewohner gerecht verteilt. Es soll sie darauf einstimmen, dass es ihnen in Zukunft besser gehen soll, auch wenn vielleicht nicht alle Erwartungen erfüllt werden können. Ja.
Während die Verteilung der Opfergabe im Dorf weitergeht, gehen Bettina und Ismael zu dem Platz, wo sie die Unterkunft für Touristen bauen wollen. Die Lodge soll sich an die Architektur der Dogon anlehnen, aber die Vorzüge bequemen Wohnens haben. Trotz aller Ungewissheiten, eines steht fest. Sie haben sich einen einmaligen Platz für ihr Vorhaben ausgesucht. Es ist mit vielen Risiken verbunden, das ist uns bewusst. Manchmal waren wir unsicher, ob wir das machen sollen oder nicht. Aber zuletzt haben wir uns entschieden, allen Mut zusammenzunehmen und es zu machen. Und wir haben uns gesagt, egal, wir machen es, es ist eine gute Sache, ob es gelingt oder nicht. Und das machen wir jetzt. Es ist ein Abenteuer. Ja, es ist etwas, das Grenzen sprengt, das meine Grenzen sprengt, weil ich mich hier sehr oft in einem Terrain bewege, von dem ich eigentlich wenig weiß. Ja? Und man immer mehr dazulernt und mit dem wächst. Die Erkundung ist zu Ende. Das Abenteuer geht weiter. In Burkina Faso und Mali gibt es keinen der großen Nationalparks wie in anderen Teilen Afrikas, in denen man nur mit dem Jeep vorfahren muss, um Raubkatzen, Giraffen, Nashörner, Antilopen oder Elefanten von nahem zu sehen. Der Nasinga-Park liegt auf Bettinas und Ismaels Weg zur nächsten Station ihrer Recherche. Sie wollen wissen, ob sich mit zukünftigen Touristen ein Abstecher lohnen würde. Durch den Regen ist das Buschgras hochgewachsen. Zur Reisezeit ab November sind die Bedingungen dann anders. Die Suche nach den Elefanten wollen Bettina und Ismael mit ins Programm nehmen. Allerdings gibt es keine Garantie, sie auch zu finden. Was für ein Chaos. Ja, das ist wahr. Aber Markttag ist immer schön. Die Tage sind immer lang und anstrengend. Auch wenn Ismael und Bettina die Route im Voraus geplant haben, bleiben Überraschungen nicht aus. Es ist jetzt zwar so und so spät, aber wir wollen noch und müssen noch dort und dorthin. Und dann sind halt entweder die Straßen schlecht oder es gibt kein Hotel oder es gibt nichts mehr zu essen oder so. Dann ist das einfach so. Für Bettina und Ismael ist es selbstverständlich, mitten in der Savanne ihre Zelte aufzuschlagen. Das ist manchmal einfacher und angenehmer, als lange nach einem Hotel zu suchen. Ismael kocht auf afrikanische Art. Das Huhn hat er unterwegs gekauft. Bei einem Glas Wein lässt sich die weitere Tour besser planen. Und am Ende? Ja, aber das finde ich nicht gut. Wir können das schon so machen, wie du willst. Aber die Touristen sind ungeduldig. Sie wollen schnell etwas sehen.
Häufig gibt es Leute, die weite Strecken nicht aushalten. Ja, das stimmt. Gegen Ende haben sie sich akklimatisiert. Schau, es ist wie im Leben. Wenn du ein gutes Menü nimmst, was isst du dann am Ende? Das Dessert. Für mich ist das Dogonland wie das Dessert. Man fängt nicht mit dem Dessert an. Das ist Geschmackssache. Nach meiner Erfahrung ist es besser, wenn man am Anfang nicht so lange Strecken fährt. Die Leute sind gerade erst angekommen und müssen dann gleich 7-8 Stunden im Auto fahren, um etwas zu sehen. Warte mal. Das ist zu anstrengend am Anfang. Warte. Wenn sie erst akklimatisiert sind, dann können sie sich auch daran gewöhnen. Ich bin nicht deiner Meinung. Überleg doch mal. Die Diskussion geht noch bis tief in die Nacht. Einen Konsens finden sie nicht. Die Fahrt gerät ins Stocken. Der Geländewagen macht Probleme. Ismael und Bettina steuern die nächste Werkstatt an. Sie haben Glück, dass sie in der Nähe eines Dorfes sind. Wenn die Mechaniker ihnen nicht helfen können, dann müssen sie ihre Reise unterbrechen. Ein anderer Jeep ließe sich nur schwer organisieren. Guten Tag, wie geht's? Ich bringe dir mein Auto. Kannst du mal nachschauen? Es ist da irgendwas nicht in Ordnung. Irgendwas am hinteren Rad. Es macht ein lautes Geräusch, wenn ich fahre. Hallo, Bettina? Bettina? Das Problem ist die Bremsscheibe. Es dauert wohl 2-3 Stunden. Sie können es reparieren. Ja, kein Problem. Wurde das schon mal gewechselt? Nein, seitdem wir hier sind, wurde es noch nicht gewechselt.